Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft, in der ich jetzt erstmal hier den wunderschönen Plasma-Bildschirm aufbaue. Und ja, ich glaube, das Bild, ja, das passt schon so. So, und der Knopf. Noch ein bisschen wenig los auf dem Bildschirm, aber gut. Und auch gleich zu Beginn nochmal so ein paar Informationen, denn ich werde, wenn wir den Server wipen, natürlich die Daten öffentlich zugänglich machen, sodass ihr, wenn ihr möchtet, die Map natürlich weiterspielen könnt. Genauso wird es nicht das letzte Mal sein, dass wir sowas machen werden, denn wir haben uns schon ein bisschen erkundigt und gucken mal, ob wir vielleicht in ein paar Monaten dann die Möglichkeit haben, so einen Server zu machen, der dann eben nicht nur temporär ist, sondern der dann auch wirklich längere Zeit hält. Und da halten wir euch dann natürlich auf dem Laufenden. Dass wir dann wirklich sagen können, wir machen dann mal einen Server, wo ihr auch mitbringen könnt, wen ihr wollt. Aber das dauert noch ein bisschen, bis wir das machen können. Aber wie gesagt, ich halte euch da auf dem Laufenden. So müsste es doch eigentlich genügend beleuchtet sein. Mal gucken, hier vielleicht noch eine Fackel hin. Und dann da so. Ja, das ist doch eigentlich ganz gut beleuchtet. Mal gucken, ich habe jetzt ja noch ein bisschen Glas mitgenommen. Ob man... Also ich müsste das hier zwei breit machen, wenn ich hier einen Schiffsbereich machen möchte. Ich habe mir jetzt aber überlegt, ich könnte ja eigentlich... Verdammt. Nein! Oh. Meine Güte. Echt. Das habe ich nicht nur erschrocken. Jetzt bin ich auch noch... Mach dich vom Acker. Tut sie denn hier jemand weh? Gut. Oh Gott. Nein. Oh. Hilfe. Ja, wo kommen sie denn alle her hier? Geh weg. Weg. Okay. So. Okay. Hep. Da kommt ja schon wieder einer. Was? Wie schnell schießt der denn hier? Echt. Okay. Und jetzt nur noch das hier. Ja. Verdammt. So. Hep. Wunderbar. Brauche ich da noch mehr? Nee, eigentlich passt das doch so, dass man hier vorne hinkommt und dann... Yay. Ach komm, das funktioniert doch sogar einigermaßen gut. Yay. Diese idyllische Wasserrutsche. Okay, sie ist eher was für Senioren. Ja, aber wobei, der Anfang, der ist doch schon richtig wie so ein Steilfall. Da hatten wir in Nürnberg im Palm Beach, da ist ja auch so eine, da setzt du dich dann eher rein und dann geht es wirklich fast senkrecht runter, wo du dann auch die Hände hinterm Kopf verschränken musst. Und wenn du das nicht machst, dann kann es gut sein, dass du danach eine schöne dicke Beule hast. Weil da eine ziemlich krasse Kurve dann auch nochmal kommt. Ich überlege gerade, ich könnte ja eigentlich
hier dann jetzt noch so die, den Rausgehbereich machen. Was war das denn? So. Und ich habe mir auch mal die Kommentare noch so durchgelesen, auch bezüglich der Singleplayer-Variante. Und ich habe auch mal gerade ein bisschen drum experimentiert mit More Creatures. What the fuck? Ach, wir sind jetzt hier. Ups, in dem einen Haus drin. Und da auch mal dann überlegt, das wäre ja eigentlich, wenn ich es hinbekomme, wäre das perfekt, wenn ich da dann so eine Art Zoo bauen würde. Weil man kann ja den ganzen Kreaturen. Verdammt. Auch Namen geben dann. Ah. Ja, hier als fleißiger Holzarbeiter hat man es hier nicht leicht. Nein. So. Und dann quasi. Hepp. Ah, gegen die Sonne, ich sehe nichts. Ja. Habe ich noch ein bisschen Fichte? So. Kann ich mal gucken, wenn ich die noch mal so eine, die Treppenstufen noch ein bisschen tiefer setze. Also einfach hepp, 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 hepp. So. Passt. Und dann noch da so zu. Und hier noch eine, da noch eine. Perfekt. Das ist doch eigentlich ein super Rausgehweg. Da müsste ich aber fast sagen, dass ich das hier wegmache, das da auch. Hier so das hinsetze und da dann aber dafür. Genau so. Ja, das passt. Okay. Habe ich noch ein bisschen Erde übrig? Ja, muss ich jetzt einfach mal notgedrungen Diorit nehmen. Das war mal hier so. Ach, das sieht sogar eigentlich ganz gut aus mit dem Diorit. Ich wollte so den Endbereich hier noch ein bisschen schöner machen. Generell sieht das eigentlich ganz gut aus mit Diorit, muss ich sagen. Okay, hep, hep. Und dann noch mal schauen. Ich muss jetzt halt auch eben noch mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt zwei Modpacks oder mehr simultan laufen lassen kann. Und was ich auch noch nicht so ganz hinbekommen habe, ist, dass ich dann den Shader zum Beispiel zusätzlich zur More Creatures dann auch noch drauf habe. Da könnt ihr mir auch noch mal gerne schreiben, falls ich das nicht hinbekomme, ob ihr dann lieber die Creatures haben wollt. Ich kann natürlich auch einen Zoo machen mit den regulären, nenne ich es jetzt mal, mit den regulären Tieren. Also da macht man halt, ja, macht man halt eben Pferde, ein Schweinestreichelzoo oder muss man mal gucken. Also es sind auf jeden Fall noch ein paar Sachen in Planung. Ist ja auch noch ein bisschen hin. Yay. So, haben wir das schon mal. Hey, das sieht doch viel besser aus, finde ich. Nein, nein, nein. Ja, die Häschen haben es da nicht so leicht. Die kriegen hier immer das Wasser ab. Oh, das ist aber auch penetrant gerade wieder. Okay. Fackeln. Mach mal noch. Nee, da nicht hin. Einmal das da. Weil das ein bisschen länger ist, machen wir doch vielleicht dann doch nochmal hier so. Nutzen wir mal das helle Licht hier aus, mal ungefährdet zu bauen.
Hey, Zombies sind ja schon sehr penetrant. Ja, so sieht das auch schon ganz gut aus. Weiß ich gar nicht, ob das Diorit reicht bis nach oben. Alles hier mit der Hand abbauen. Es ist ja auch bei Erde eigentlich kaum. Ja, doch, es geht schon schneller, aber meiner Meinung ist es da am unsinnigsten, dass man noch auf die Waffe geht. Außer man hat wirklich einen großen Bereich zum Abarbeiten. So. Ja, finde ich gut. Direkt nochmal nutzen. Ja. Das hat doch Stil. Wir haben übrigens auch schon so eine kleine Sache vorbereitet für ein weiteres Minispiel. Also diesmal, keine Angst, diesmal wird es kein Schach werden. Sondern was, wo die Regeln einige Leute natürlich dann mehr können. Und da haben wir uns schon jemanden ausgesucht, der noch mitmacht. Der da besonders viel Spaß dran hat. Könnt ihr aber dann gespannt drauf sein. Jetzt gucke ich doch mal, wie das Ganze von außen aussieht. So. Ja, das fällt doch fast gar nicht auf. Finde ich gut so. Nein, nein, nein! Oh. Oh Mann. Ach, okay, ich habe mein Minecraft gerade eben durch das. Oh Gott. Dadurch, dass ich jetzt gerade versuche, die Mods drauf zu hauen, habe ich gerade meine Steuerung dadurch geändert und es ist nicht mehr. Vorsichtig laufen ist nicht mehr auf derselben Position, wie es vorher war. Deswegen bin ich hier jetzt fast runtergestürzt, weil ich gerade an die Kante wollte und. Ihr habt es ja gerade gesehen. Okay, dann gehe ich mal lieber wieder in mein Haus zurück. Gut, damit verabschiede ich mich aber auch für heute. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir hier wieder ein bisschen dran weiter noch rumbasteln. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.